Servus, liebe Freunde. Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Bioshock, wollte ich schon sagen. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Wir sind hier beim Landwirtschaftssimulator. Ich war eben in Gedanken total anders. Denn Bioshock haben wir ja abgeschafft, also beziehungsweise eingestellt, das Projekt. Was ich jetzt hier aber machen möchte, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf Bioshock kam. Gerade die Katzen noch ein bisschen irritiert. Und zwar, wir wollten jetzt mal, oder ich wollte jetzt einfach mal gucken, dass wir uns mal so in Richtung Feld 38 begeben. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wie wir da am besten hinfahren. Weil ich denke, wir können da auf der Unterseite entlang. Und ich nehme auch aus dem Grund schon mal extra die Sämaschine mit. Denn ich habe mir gedacht, wir werden jetzt mal dieses Feld entsprechend hier nutzen, werden die 38 kaufen, werden dort eine Wiese machen und dann dort unten ein bisschen mit Schafen anfangen. Ah, hier oben sieht man, es wächst auch schon so langsam schön vor sich hin. Wunderbar. Geht auch voran. So, und dann müssen wir ja noch ein bisschen Geld verdienen, damit wir uns entsprechend den Krautschläger und den Rootster holen können. Denn wir wollen ja auch, wie gesagt, dann ernten. Ja, denn die Zuckerrüben, die kommen ja dann auch. Eingesät haben wir jetzt fertig. Das ist soweit erledigt. Muss dann auch gleich mal gucken, ob jetzt schon direkt was erntereif ist, weil ansonsten könnte man eigentlich auch die Zeit schon ein bisschen vorlaufen lassen. So, ich fahre eigentlich auch. Kann ich auch mal so rumfahren. Aber ihr seht schon, da sieht man nichts. Kann höchstens mal das Gerät gucken, ob ich das senken kann. Ja, ein bisschen kann man senken, das ist gut. Da kann man wenigstens ein bisschen drüber gucken, ne? So, jetzt muss ich gerade mal schauen, wie wir hier am besten dann durchfahren. Ich muss da hinten hin. Ja, ist hier gar nicht so leicht zu fahren jetzt, weil, ja, das ist natürlich ganz unten in der Ecke. Ihr seht unten auf der Minimap schon die Schaffarm auftauchen und ehrlich gesagt, jetzt haben wir 500 Folgen gespielt. Ich glaube, beim Feld 38 war ich noch gar nicht gewesen. Also, ja, auch schon wieder ein kleines Novum. Ich weiß gar nicht, ob wir uns da unten so überhaupt die Schaffarm schon mal angesehen haben. Ich glaube, da haben wir echt was total Neues und das, obwohl wir kurz vor 500 Folgen sind. Also, das ist dann auch schon mal nicht schlecht. So, und ich würde sagen, wir fahren einfach hier oben entlang. Das müsste eigentlich passen. Da kommen wir direkt an der Schaffarm raus. Dann sind wir damit nämlich auch schon mal auf der sicheren Seite. So. Und Feld 36 habe ich überlegt, können wir auch noch mal gucken. Da hatten wir, soweit ich das noch in Erinnerung habe, die Solaranlagen platziert. Vielleicht haben wir da bald ja ein bisschen Geld, damit wir da. Oh, das ist jetzt geil zu fahren. Hier sieht man überhaupt nur, wo die Straße lang geht. Vielleicht können wir da auch noch die ein oder andere Solaranlage wieder dazu schalten, ne? Denn ein bisschen Geld werden wir noch brauchen. Und ich denke mal, das ist ganz gut so als Einkommen. So, jetzt gucken wir mal gerade. Hier geht der Weg rein. Der geht aber zu dem. Ah, da hinten ist die Schaffarm, glaube ich, ne? Ja, das ist die Schaffarm. Okay, ja. Hier war ich tatsächlich noch nie. Ich glaube, bei irgendeiner Modvorstellung bin ich hier mal rumgeheizt. Aber ansonsten wüsste ich es jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Oder bei dem Hufeisen-Special. Ich glaube, da sind wir hier auch schon mal rum. Ne, Hufeisen gibt es ja hier gar keine. Ha, bin ich doof. Ne, tatsächlich hier neu. Und da ist ein Schaf. Wir haben ein Schaf. Wieso haben wir ein Schaf? Das wundert mich jetzt aber. Weil ich glaube, wir haben da noch gar keine Schafe, oder? Ich muss jetzt gerade mal kurz gucken. Wir gehen mal in die Statistik. Haben wir schon Schafe? Tatsächlich, wir haben 20 Schafe schon und ich weiß das nicht, bin ich doof. Oh, bugge, bugge, bugge. Gut. Dann fahren wir mal runter zur 38. Jetzt gerade mal gucken, wie wir da am besten hinkommen. Hätte ich eigentlich gerade die Minimap anlassen können. So. Und ja, einmal hier unten rum rechts und da ist dann das Feld. Das Schlimme ist, oder das nicht so Schöne an dem Feld ist, das ist hier in so einer Senke drin. Also ihr seht schon, ich komme da gar nicht so rein von der Seite. Aha, nächstes Problem. Oh, Backe. Also jetzt müssen wir echt doch mal von der Oberseite gucken, weil das wird natürlich toll. Wie soll ich da reinfahren? Da müssen wir doch nochmal drehen. Vielleicht komme ich auf der Rückseite von der Schaffarm rein. Ha, das ist ja mal tricky gemacht. Oh, etwas scharf in die Kurve. Oh Gott. So, wir ändern aber schon mal die Fruchtsorte. Gehen wir gerade mal genau auf die Wiese. So, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Einfach nur runter auch. Da ist Feld, wunderbar. Aber man muss hier seitlich an das Feld ranfahren. Denn, ja, da hinten ist es alles eingezäunt mit Mauern. Ihr seht es, also mit Mauern ist gut schon mit Bruchstein. Und da sieht man schon, ja, man kann einfach gar nicht so daran fahren. Da muss man echt von der Schaffarm selber hin. So, und jetzt gucken wir mal gerade. Ich denke mal, das Feld ist nicht ganz so groß. Das müsste uns eigentlich vom Geld her reichen, dass wir die kaufen können. Oh, 66.000. Hohoho. Ja, verreckt. Das ist aber mal richtig Kohle. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so teuer ist. Dann mache ich hier mal Zündung aus. Und dann müssen wir jetzt erstmal gucken, wo wir ein bisschen Geld herkriegen, weil ich dachte jetzt nicht, dass das so viel ausmacht.
Okay, das mit dem Geld hat sich aber, glaube ich, dann erledigt. Weizen, Raps ist auch noch eine Menge da. Wir gucken mal gerade, wie die Preise stehen. Der Raps ist im Keller. Weizen ist auch nicht so besonders. Also im Moment ist eigentlich gar nichts besonders da. Was wäre denn noch einigermaßen gut? Gerste haben wir nicht. Körnermais. 580 am Güterbahnhof. Das wäre noch eine Idee. 580 am Güterbahnhof für den Körnermais. Okay, das könnten wir machen. Körnermais haben wir auch noch ein bisschen. Ich glaube, damit, ah ja, starten Sie den Motor. Kriegen wir das dann auch hin? So, Körnermais. Dann fahren wir mal unter das Silo. Weil den gibt es noch unter dem Silo drunter. Das ist schon mal ganz gut. So, Körnermais gucken wir gerade mal. Ist ganz rechts. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das Feld so teuer ist. Ich dachte, so kleines Popelfeld, alles gut, aber. So, Körnermais. Oh, da war noch wohl Körnermais drin. Ah, nee, Quatsch. Ich fahre hier unten. Ah, ich war jetzt gerade ein bisschen irritiert. Ich war in Gedanken beim 15er am Silo, weil da muss man ja die Fruchtsorte aussuchen. Ne? Hier ist es ja so, wenn man drunter fährt, dann wird es automatisch ja befüllt. So. Ja. Ich bin noch nicht so ganz wach, ne? Das ist wieder so das typische Thema. Ostermontag. Ja, heute Morgen um 5 hat uns die Katze schon rausgeschmissen, hat am Bett gekratzt, weil, ich hab Hunger, weckt mich auf. Und, ja, dann habe ich sie gefüttert, habe mich hingelegt, dann hat sie wieder gekratzt. So, jetzt bin ich wach, ich will bespaßt werden. Ja, und dann so gegen kurz vor 6 haben wir uns wieder hingelegt und sind so vor einer halben Stunde wach geworden. Sind aber jetzt von der Schwester meiner Freundin schon wieder eingeladen worden zum Kaffee. Und ja, das heißt, ich nehme jetzt mal schnell noch auf, muss noch ein bisschen was für eBay fertig machen und dann geht's auch schon wieder auf die Piste. Also von dem Punkt ja, ruhige Ostern sind anders, ne? Aber okay, was will man machen, ne? So, Güterbahnhof. Müsste eigentlich, ich gucke jetzt aber nochmal oben links sein. Nicht, dass ich jetzt auch noch Mist baue. Ach, das wird hier ja gar nicht angezeigt. Cheat. Ja, aber das ist da oben links, ne? Ja. Kann man ja auch, ach, kann man ganz einfach finden. Ne, Güterbahnhof. Ach, nee, das ist der Hafen oben links. Ich bin echt noch nicht wach heute. Sorry. Ich muss ja ganz außen rumfahren. Ich merke es gerade. Güterbahnhof ist ja im Prinzip, wenn man jetzt auf der Map guckt, links bei Feld 10, 11, 12. Da müssen wir hin. Also da haben wir dann auch noch einen kleinen Fahrweg vor uns. Aber gut, ich denke mal, die Fahrt lohnt sich. Das sind 30.000 Euro, die reinkommen. Dann hätten wir zumindest schon mal da die Wiese fertig. So, hier müssen wir jetzt aufpassen. Oh, das ist so eng. Ich mag diese engen Gassen nicht. Ich mag diese engen Gassen nicht. So, super. Aber einigermaßen noch durchgekommen. So, und wir wissen, da links geht es nicht direkt rum, außer man nimmt dann den, ich spiele unrealistisch, mir ist alles scheißegal, direkt weg über die Felsen. Aber das wollen wir natürlich nicht machen. Ich habe das mal im privaten Spielstand ausgetestet. Ist zwar ganz nett zu sehen, wie der Traktor da rumdotzt, aber hat natürlich mit realem Spielen gar nichts mehr zu tun. Genauso wie das hier abseits der Straße fahren. So. Und mit dem Schadensmod müsste ich es nochmal testen, weil ich will nicht wissen, wie schnell da im Prinzip die Geräte vielleicht sogar mitten im Felsen total im Eimer sind. Weil ich habe es damals mal ohne Schadensmodell gemacht. Aber, naja, wie gesagt, wir fahren ja anständig, ne? Wir sind ja anständige Verkehrsraudis. Das ist ja da wieder eine andere Geschichte. Und von dem Punkt her alles gut. So. Gut, also Feld 3, dann runter Feld 1, dann sind wir da. Ich denke mal, das kriegen wir heute so weit hin. Dann können wir vielleicht doch das Feld schon kaufen. Weil die 61.000 Liter, das müsste uns eigentlich, ja, knapp 35, 36.000 Euro bringen. Damit können wir das Feld dann kaufen, das Feld auch schon mal einsehen. Das ist ja unabhängig von der Ernte, das ist das Gute. Weil wir brauchen dann nur ein kleines Mähwerk und fertig. Ich habe schon überlegt, ob wir dann einfach uns einen Spaß machen. Weil, ja, Grashopperchen nehmen, ne? Ja, hier im 2013 gibt es ja noch, gibt es den ja noch. Im 2015er gibt es ihn ja, in Sosnowka zum Beispiel dann schon nicht mehr. Also den Grashopper würde ich hier vielleicht dann zum Einsatz bringen, weil so viel Schafe haben wir noch nicht. Aber wir können natürlich hier, denke ich mal, dann ganz gut die Tierchen damit versorgen. Denn so viel brauchen die ja jetzt noch nicht. Und außerdem, die Schafe haben ziemlich lang an dem Futter und produzieren ja auch Wolle, wenn mal nichts da ist. Und ich denke mal, so ab und zu mit dem Grashopper rein ist besser als dann mit einem großen Ladewagen irgendwo hin, mit einem riesen Mähwerk und dann jedes Mal die lange Strecke fahren. Das macht dann auch keinen Spaß. So, und hier sind wir am Güterbahnhof. Jawohl. So, hier können wir das Ganze jetzt abkippen. Jetzt schauen wir mal, was da an Kohle reinkommt. Sieht bisher schon mal ganz vielversprechend aus. 66.000 hat ja das Feld gekostet. Das heißt, wir haben also jetzt schon im Prinzip 20.000 plus. Wir brauchen ja noch ein bisschen Geld für alles andere, ne?
wollen ja da nicht auch da total in die Miesen rutschen. Das wäre peinlich, so nach 500 Folgen dann nochmal Kredit aufnehmen. So, gut, ich denke mal, das passt jetzt wunderbar. Dann switchen wir mal gerade maschinentechnisch hier rüber. Steigen hier nochmal ab, kaufen das Feld gerade. So, jetzt können wir es uns auch leisten. Ha, und haben trotzdem noch 35.000 übrig. So, machen hier mal gleich die Zündung an, klappen die Sämaschine aus. Und ich würde sagen, wir lassen die dann auch gleich mal starten, damit wir hier entsprechend die Wiese für unsere Schäfchen bekommen. Ist ja eigentlich ganz praktisch. Das war ja auch das, was der Hobbylandwirt vorgeschlagen hat, so themenbezogen, ne? Deswegen auch hier direkt im Prinzip die Wiese bei den Schafen. Das ist eigentlich ganz angenehm dann. So, hier setzen wir mal den Helfer rein. So. Und wo wir gerade bei Kommentaren sind und Hobbylandwirt, ja, Preisseitchen ist klar. Okay. Da habe ich nämlich noch so ein Thema. So, hier fahren wir jetzt noch zurück. Denn der Hobbylandwirt hat auch vorgeschlagen, such doch mal einen Bauernhof bei dir in der Region. Ich meine, ich wohne ja hier ein bisschen ländlich, ne? Habe ich ja letzte Folge auch schon erwähnt. Und frag doch mal, ob du da nicht ein Real-Life-Video machen kannst. So eine Art Bauernhof-Präsentation. Ja, wäre natürlich mal eine Idee. Könnten wir machen. Ansonsten, ja, hätte ich das früher gewusst, wäre ich dann letztes Jahr im Prinzip vom Urlaub aus da unten hin und hätte unten den Hof mal vorgestellt, wo ich immer Urlaub mache. Aber da wir jetzt unser Kätzchen haben, wird das wahrscheinlich ja auch erstmal nichts werden. Da müssen wir aber dann mal schauen. Aber vielleicht finde ich ja hier oben in der Region einen netten Landwirten, der bereit ist, mir sein Gehöft für Dreharbeiten zur Verfügung zu stellen. Da warte ich aber auch noch ein bisschen, bis das Wetter besser ist, weil im Moment ist das, ey, wenn ich da rausgucke, bäh. So, kurz mal geräuspert. Und schon geht's weiter. Ich habe heute Morgen noch nichts getrunken, der Hals ist noch ein bisschen rau. So, wie gesagt, mit dem fahren wir jetzt gleich wieder zurück zum Hof. Feld 38 wird jetzt im Prinzip schon eingesät. Also, ich wollte noch was gucken. Wir fahren mal kurz rechts ran. Ist natürlich jetzt wieder ein bisschen spät dafür eigentlich, aber ich wollte trotzdem mal schnell schauen. Und zwar hier, erntereif wird jetzt als nächstes Feld 14 und die Kartoffeln. Okay. Das ist natürlich nicht schlecht, dann könnten wir aber eigentlich jetzt schon mal die Zeit ein bisschen vordrehen. Denn unten bei der Wiese ist ja egal, ob wir Versatzstufen haben oder nicht. Ah, Tankstelle, auch praktisch. Fahren wir schnell noch tanken, wenn wir eh schon da sind. So, sind wir auch. Ah, gleich wieder mal die Kiste voll machen. Müssen wir immer gleich mit berücksichtigen, ne? Weil ich möchte ja nicht mit einem mobilen Treibstofftank durch die Gegend fahren. Das muss nicht sein. Übrigens ein klasse Name für eine Tankstelle, ne? Landi, und die Treibstoffsorte ist da wohl Agrola, ne? Auch nicht schlecht. Ja, da habe ich übrigens noch eine Frage. Könnten wir mal so ein paar Profis unter euch beantworten? Und zwar, ich stolper da, also ich weiß es echt nicht. Ich stolper an der Tankstelle ja immer, ich fahre so ein Diesel über meinen Dieselstoff, klar. Und dann steht da aber auch nochmal Truck Diesel, der ist aber nochmal 1 Cent günstiger. Jetzt ist die Frage, kann ich den zum Beispiel auch ins private Auto tanken? Oder Gegenfrage, was ist der Unterschied zwischen den zwei Spritpreisen? Nee, nicht zwischen den zwei Preisen, sondern zwischen dem Sprit selber. Sind da irgendwie andere Additive oder andere Zusatzstoffe drin? Oder was ist der Unterschied zwischen Truck Diesel und normalem Diesel? Also ich muss ja auch AdBlue tanken, ne? Aber würde mich trotzdem mal interessieren, was da jetzt eigentlich der Unterschied ist. Wie gesagt, die Profis können das mal reinschreiben. Unterschied zwischen normalem Diesel und Truck Diesel. Ich habe mich da nämlich auch erstens noch nicht schlau gemacht und zweitens wundert mich das jedes Mal wieder, wenn ich am Tanken bin, warum die LKW-Fahrer 1 Cent weniger bezahlen müssen. Ne? Gut, das so nebenbei würde mich wie gesagt mal interessieren. Wir sind jetzt gleich hier am Hof und beenden dann auch bald die Folge. Boah, der zieht aber raus. Okay. Sah aus wie so ein Toyota Auris oder hier sowas, ne? So, noch einmal hier durchs Nadelöhr. Letzte Schikane sozusagen. Damit ich aufpassen, wenn ich über den Bordstein fahre, dass ich keine Passanten mitnehme. So, hoffentlich kein Gegenverkehr. Wenn man so halb mittig fährt, geht das, ohne dass man irgendwo hängen bleibt. Wunderbar. Hat ja nochmal gerade so gut gegangen. Und ja, in dem Sinn sage ich für heute aber dann schon mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. So, wir haben das Feld 38 gekauft. Sind das jetzt am Einsehen? Da können wir auch gerade nochmal, also hier Zündung ausmachen. Gerade nochmal schnell schauen, wie weit ist die Dame? Okay, oder der Herr, oder wie auch immer. So, machen wir hier mal aus. Okay, das können wir in der nächsten Folge fertig einsehen. Dann haben wir die Wiese für unsere Schäfchen fertig. Gucken dann, dass wir vielleicht noch einen kleinen Grashopper kriegen. Und wir gucken jetzt zum Abschluss nochmal schnell. Ich lerne es nie. Aha, Zeit wieder runterdrehen, denn es ist angerichtet, also auf Feld 14 und die Kartoffeln können geerntet werden. Das heißt, wir haben in der nächsten Folge wieder richtig viel Arbeit und ich freue mich jedes Mal mehr. Wir nähern uns nämlich schon so langsam der 500. Folge und bei dem
Punkt möchte ich mich auch nochmal bedanken. Dank euch sind wir jetzt auf 1306 Abonnenten. Also auch da geht's richtig voran. Ich bin da richtig stolz auf euch. Und ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Und bis dahin sage ich dann Servus und Tschüss.